So, jetzt gucken wir mal. 2 Tage haben wir bisher überlebt. Das geht. Das ist okay. So, Condition. Orange Soda. Können wir mal trinken? Gibt immerhin ein paar Kalorien. So, und ich bin stolz auf uns. Wir sind noch nicht vergiftet gewesen bisher. Aber das Essen ist auch ganz gut eigentlich von der Condition her. So, Kalorien 2000. Wir haben erst 14:48 Uhr. Wir können jetzt noch nicht pennen gehen. Das geht nicht. Obwohl wir eigentlich müssten. Ha, doof. Also ich glaube, hier neben das Feuer könnten wir mal in den Schrank die ganzen Materialien reintun. Also Clothes und so weiter. Transfer all. Dann machen wir mal Reclaimed Wood. Hauen wir auch mal alles, nicht alles rein. Ich glaube, wir hauen erstmal alles. So, Transfer All. Tinderblack. Nochmal mal 5. Transfer. So, Material. Weil das Reclaimed Wood würde ich jetzt gerne noch dazu benutzen, um nochmal ein Feuer zu machen, nochmal was zu trinken zu besorgen. Das brauchen wir nämlich dringendst. Dringendst, Freunde, dringendst. So, die Cardboard-Matches tun wir jetzt mal da rein. Transfer all. Transfer all. So, das andere heben wir mal auf. Die wiegen ja eh so gut wie nix. Flare brauchen wir. Sewing Kit. Das Sewing Kit haben wir schon ein bisschen angekratzt. Dann tue ich mal das und das weg. Dann behalten wir mal 2 Stück. Ich glaube, das reicht. Wobei eins reicht, komm. So, Simple Tools tun wir mal eins weg. Storm Lantern haben wir nur noch 28%, aber es ist ja auch die andere Storm Lantern. Ich glaube, die tun wir auch mal wegkommen. Wood Matches, Matches. Accelerant, wie viel wiegt denn das? 1,4 Kilo, das ist gar nicht mal so viel. Was wiegt denn dann so viel? Das verstehe ich nicht ganz. Die Klamotten? Tun wir mal noch ein paar Klamotten weg. So, ich glaube, hier war das Bett, ne? Ja. Langsam fange ich schon an, mich hier im Haus auszukennen. So, Basic Boots können weg. Woolhead kann weg. Das kann weg. Jeans weg, Jeans weg, Jeans weg. Ja, es sind die Klamotten, die so viel wiegen. Wobei, jetzt haben wir die Klamotten auch schon alle weg und es ist trotzdem immer noch so viel. Was tragen wir denn bitte, das so viel wiegt? So, Storm Lantern nehme ich wieder mit. Wir könnten hier aufs Klo. Wir können hier erstmal gucken, ob man hier vielleicht, ja, Wasser rausholen kann. So, Take All. 1,57 Liter. So, hier haben wir gar nichts mehr jetzt leider. Waschbecken gibt's auch nix. So, Apothekerschränkchen haben die hier nicht, ne? Ja, anscheinend nicht. Aber wobei, wir können es ja auch hier rein tun. Dann tue ich nämlich mal die ganzen Medikamente oder einen Teil der Medikamente hier rein. Antibiotics, 23%. Ach du Scheiße, da tun wir mal alle rein. Antiseptikum behalten wir. Painkillers. Tun wir mal die hier weg. Aber die verfallen doch eigentlich nicht. Also zumindest nicht so schnell. Dass sie so eine schlechte Condition haben. Strange. Food and Drink. Wir müssen auf jeden Fall auch was zu essen und zu trinken loswerden. Ich glaube, das tun wir einfach mal. Ja, hier in die Küche, ne? Dann tun wir es einfach mal hier rein. Ach ja, so, dann. Beef Jerky. Condition machen wir jetzt mal. Condition. Dog Food. Wir gehen mal ganz nach oben und tun mal die Sachen erst weg, die wir überhaupt nicht brauchen. So. Salty Crackers. Können wir es auch in die andere Richtung machen? Condition? Nee, schade, können wir nicht. Es ordnet sich immer so, dass das mit der besten Condition ganz unten ist. Und ich hätte es gern andersrum, aber es geht anscheinend nicht. Summit Soda, 99%, 99%, 93%. Pineapple Peaches Energy Bar behalten wir mal. Tin of Sardines behalten wir auch mal. Summit Soda. Weg. Orange Soda. Candy Bar kann weg, Pork and Beans kann weg. Ich tue jetzt auch einfach mal die ganzen Dosen weg, die wir eh nicht aufbekommen, solange wir keinen Dings haben. Solange wir keinen Dosenöffner haben. Tin of Sardines, Summit Soda können wir mal eine auch noch wegtun. Orange Soda können wir eine wegtun. Grape Soda kann eigentlich auch wegkommen. Beef Jerky. Behalten wir mal, und sonst haben wir gar nicht mehr so viel dabei. Aber immer noch 20,47 Kilo. Was wiegt denn so viel? Das Venison wiegt 1 Kilo. Okay, das verstehe ich. Wasser wiegt 3 Kilo. Ja gut, das ist auch logisch. 2,91 Liter entsprechen 2,91 Kilo. Ja gut. Das ist okay.
Das verstehe ich, aber der Rest wiegt doch nichts. Was wiegt so viel? Ich verstehe es nicht. Wait. Das Wasser wiegt am meisten, oder? Kann das sein? Das Wasser wiegt am meisten. Das kann doch nicht sein. Und der Wintercoat wiegt 2 Kilo, aber wir kommen auf 20,47 Kilo. Ach du Scheiße. Die Bedroll wiegt noch 1 Kilo. Dann können wir mobil quasi schlafen gehen. Das ist ein Schlafsack, die Bedroll. Okay, wir haben 15.49 Uhr. Da können wir eigentlich nochmal rausgehen. Und vielleicht noch ein bisschen Wood foragen. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Wir sind zwar jetzt schon ein bisschen müde, aber das schadet ja nicht unbedingt. Wir haben ja gespeichert, Gott sei Dank, als wir ins Haus reingegangen sind. Ach, wisst ihr was, wir gehen nochmal kurz rein. Dann sollte es ja jetzt eigentlich nochmal speichern. Saved Game, genau. Und jetzt gehen wir gerade wieder raus. Und dann foragen wir jetzt hier einfach mal vor der Tür. Weil hier stehen ja überall Bäume. Ich glaube, das sollte eigentlich gehen, ne? Tinder, Softwood. Was ist denn Softwood? Es gibt auch nur eine Unit zu Harvest. Okay, das ist ein Scheiß. Aber trotzdem, man sieht jetzt wenigstens, was man alles harvesten kann. Also da ist ein Wolf, okay. Aber wie viele Hütten sind hier bitte? 1, 2, 3, 4, 5. Alter, what the fuck? What the fuck? Hier muss doch irgendwo eine Axt sein, komm schon. Ah, wie geil ist das denn? Wir sind hier nicht einfach nur auf eine Hütte gestoßen, auf eine einzelne Hütte gestoßen, sondern auf ein ganzes Dorf. Wie geil ist das denn bitte? Jetzt müssen wir uns nur merken, welches unser Haus ist. Beef Jerky. Und nochmal so ein großes Haus. Ey, wenn die Häuser alle so groß sind und so viel Loot enthalten, ey, dann können wir hier echt lange aushalten. Ohne Scheiß. Dann können wir richtig lange aushalten. Und alle haben ein Fireblaze, so wie es aussieht. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Sorry übrigens, wenn ich hier die ganze Zeit so ein bisschen im Dunkeln tappe im Spiel. Ich hab's ja schon gesagt. Aber da lässt sich leider momentan echt nichts dran ändern. Ich versuche die Helligkeit noch ein bisschen höher zu drehen. So, dass es halt nicht scheiße aussieht. Und wenn man die Helligkeit zu hoch macht, dann sieht es halt kacke aus. Aber es sollte eigentlich gehen. Also man sollte zumindest erkennen, was ich mache. So, hier haben wir jetzt alles durchsucht. Und man sieht hier echt nichts. Nichts. Es ist so dunkel. Also da müssen sie echt mal noch ein bisschen was dran verändern. Liebe Entwickler, verändert was dran. Es muss heller werden. Vor allem, ich meine, ich verstehe, dass hier die Fenster so ein bisschen zugeschneit und zugeeist sind. Aber draußen ist strahlender Sonnenschein. Es ist mittags um 4. Okay, nachmittags um 4. Aber da muss es doch heller sein. Das kann doch nicht sein. Jeans. Yeah. Können wir zumindest mal harvesten. Ist dann auch nicht so schlecht. Können wir hier was? Gibt's hier was? Nee. Schade. Wir brauchen die Axt. Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Aus dem Klo können wir wieder ein bisschen Wasser rausholen. Ey, wenn wir aus jedem einzelnen Klo so viel Wasser rausholen können. Alter Schwede. Sind wir überlastet? Ne, wir sind noch nicht überlastet. Sehr gut. Und da liegt natürlich Cotton Long Underwear. Und ein Accelerant in der Badewanne. Klar, warum auch nicht. Wir haben aber noch kein Gewehr gefunden und nichts. Aber ganz ehrlich, so ein Dorf, ich glaube, das ist genau das Optimum, um eine Dings zu finden. Um eine Axt oder irgendwas zu finden. Oder halt ein Gewehr. Das wäre auch geil. Das würde ich so feiern. Wenn hier einfach irgendwo ein Gewehr wäre. Und mich würde es nicht wundern, wenn ich es in der Dunkelheit hier einfach übersehen würde. Aber ich kann ja auch nicht die ganze Zeit mit der Stormlantern rumlaufen. So viel Fuel haben wir jetzt auch nicht. Und wir finden komischerweise auch verdammt wenig. So, das sind nochmal Matches. Wood Matches sind eh die besten. So. Und ich habe mir Sorgen gemacht wegen dem Wasser. Ganz ehrlich, wir können jetzt richtig viel Holz absammeln. Wir haben richtig viel Accelerant. Wir haben richtig viel Tinderblocks und Newsprints und so weiter. Das heißt, selbst wenn uns irgendwann das Wasser ausgehen sollte, dass wir aus den Klos genommen haben, was ja schon Ewigkeiten dauert, bis das mal ausgeht, da können wir dann tatsächlich immer noch unglaublich viel Wasser durch Schmelzen von Schnee erzeugen. Boah, Leute, ey, wir sind hier richtig gut aufgestellt. Mir gefällt die Map jetzt schon ein bisschen besser als die andere, als die Mystery Lake Map. Die habe ich jetzt natürlich im Let's Play noch nicht gezeigt. Werde ich aber auf jeden Fall auch noch, sollten wir hier eines Tages mal sterben. Ein Can Opener! Wir haben
einen Dosenöffner gefunden. Ja, geil, ey, Leute. Es läuft, wie ich mich hier gerade freue, ohne Scheiß. Über so einen einfachen Dosenöffner. Aber wenn man hier... Wenn man hier ist, in dieser Situation, ich glaube, da wird sich jeder von uns über einen Dosenöffner freuen. Denn wer hat denn... Also ganz ehrlich, Dosenöffner, das ist so ein alltägliches Werkzeug, das eigentlich jeder von uns hat. Ne? Zu Hause, jeder hat einen Dosenöffner. Aber wenn man es auf einmal nicht mehr hat, wenn man in so einer Situation ist, dann hat man es auf einmal nicht mehr. Boah, dann merkt man erstmal, was man daran hat, wenn man einen Dosenöffner hat. Dann versuch mal so eine richtige, so eine Ravioli-Dose oder so aufzukriegen ohne Dosenöffner und ohne Messer. Denn wer führt schon die ganze Zeit so ein richtig großes Messer oder so ein richtig gutes Messer mit sich? Oder eben ein Dosenöffner. Oh, und da haben wir noch Wood. Das ist so unscheinbar hier am Boden, das sieht man kaum. So, wir sind überlastet, das macht gar nichts. Wir machen nämlich mal ein Feuer an. Mit Cedar. Ist Cedar schlechter? Cedar ist... Nee, Cedar ist besser. Chance of Success 51% nur? Ach du Scheiße, wir brauchen halt so echtes Accelerant dazu. Na, zum Glück haben wir noch ein bisschen was. Und wir haben noch so viele Häuser zum Abgrasen, ganz ehrlich. So, wir nehmen mal einen New Sprint Roll. Und Wood Matches, das passt. So. Komm schon, Yes! Fire Starting Skill increased to 52%. So, gucken wir mal. Haben wir nur 28 Minuten. Dann können wir mal ein Cedar Firewood reinballern. Haben wir eine Stunde 27 Minuten, so. Also Cedar Firewood ist schon mal besser. Und dann können wir hier mal das Venison braten. Und auch gleich essen. So, zack. Sonst haben wir gar nichts mehr. Sollen wir noch, wir könnten mal noch ein bisschen Wasser boilen, aber das bringt, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben ja gar kein Unsafe Water dabei, ne? Water Potable können wir mal trinken. 4,8 Liter, alter Schwede. Und das ohne was abzukochen. Alter, wir verbrauchen kaum was. Das ist jetzt endlich mal was, wo ich sagen muss, geil. Das funktioniert jetzt auch richtig. Und jetzt können wir hier mal den Dosenöffner benutzen. Also ich glaube langsam, das mit dem Hunger und mit dem Durst haben sie jetzt wesentlich realistischer gemacht als vorher. So. Hunger könnten wir eigentlich noch ein bisschen was essen. Grapes oder... Die hat nur 32%. 25%. Das waren 25%, ne? Condition. Boah, ich habe heute... Ich habe heute echt wieder Probleme mit dem Dings, genau. Ich habe heute wieder Probleme mit dem Dings. Man merkt schon. Mir fehlen die Worte. Es liegt ganz einfach daran, dass es früh morgens ist und ich total gerädert bin noch ein bisschen. Ich habe ehrlich gesagt heute Nacht nicht so viel geschlafen. Und ich nehme auch normalerweise wesentlich später auf. Aber ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschlossen. Komm, hockst dich hin, nimmst ein bisschen auf. Dann passt es schon. So, jetzt melden wir nochmal. Oh Gott, wir sind so überlastet. Wir müssen danach erstmal wieder zurück ins Haus. Wir finden hier so viel Zeug, okay. Wir sind total überlastet, ne? Wobei, ja, es geht. Wir müssen dringend mal schlafen. Es geht nicht anders. Condition 100%. Feels like 19 Grad. Okay, 19 Grad ist eigentlich okay. 18 Grad, okay. 18.32 Uhr. Eigentlich können wir jetzt mal pennen gehen. So, bitte kein Wolf. Ne! Geh weg, du Scheißvieh. Geh weg! Drecksack. Wir haben ihn gut weggehauen. So, jetzt schnell zurück ins Haus. Und verarzten. Ich hoffe, wir sind im richtigen Haus. Ich weiß es nämlich nicht. So, okay. First Aid. Wir brauchen Bandagen und Antiseptika. First Aid. Ey, solange wir noch keine Waffe haben, das ist so scheiße. Aber wir haben ihn gut abgewehrt, muss ich sagen. Wir haben ihn gut abgewehrt. Oh, wir haben keine Bandagen mehr. Scheiße. Wir müssen in den Häusern dringend Bandagen suchen. So, wisst ihr, was wir jetzt als allererstes machen? Wir müssen jetzt sofort pennen gehen. Ich hoffe, wir sind hier im richtigen Haus, ne? Ja, wir sind definitiv im richtigen Haus. So, und jetzt gehen wir erstmal pennen. Weil... Moment. So, jetzt. Jetzt gehen wir mal pennen. Also...
Puh, wir müssen eigentlich echt mal so, ne, 11 Stunden schlafen, anders geht's nicht. Dann können wir ordentlich mal was essen und dann passt es. Dann geht die Condition auch schön hoch und dann läuft das alles, sehr schön. So, 2 Tage, 18 Stunden. Dehydriert, ach du Scheiße, okay. Food and Drink. So, Water. 5,51 Liter und wir waren gerade mal im 2. Haus von 7 oder 8 Häusern. Alter. Wie krass. So, Hunger. Gehen wir mal hoch. Pork and Beans öffnen. Nehmen wir mal den Can Opener. Der verliert natürlich auch nach einer Weile an Condition, aber solange wir ihn haben, nutzen wir ihn auch. So, jetzt rein damit. 600 Kalorien. So, wir brauchen aber noch ein bisschen mehr. Orange Soda. Nee, Tin of Sardines, Beef Jerky. Dog Food könnten wir eigentlich mal aufmachen, wobei. Wie viele Kalorien haben wir denn im Moment? Ja doch, das wäre perfekt eigentlich. Dann nehmen wir mal das Dog Food hier. Dosenöffner. Dann kommen wir nämlich ungefähr auf die 2500 Kalorien, die man maximal haben kann. Ja, kommen wir genau drauf jetzt, ne? Na, nee, 2400, okay. So, sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir das Zeug irgendwie loswerden. Erstmal wieder zurück in die Küche. Boah, wenn wir das jetzt so weitermachen, Leute, ich glaube, dann kommen wir echt ganz gut weit. Wir müssen nur aufpassen mit den verdammten Wölfen. Wir brauchen dringend ein Gewehr. Jetzt haben wir echt Probleme. So, wo habe ich jetzt das ganze Essen reingepackt? Da, ne? Ja, auf die andere Seite eigentlich, ne? Hier. Genau. Und jede Seite fast 40 Kilogramm. Wie krass. So. Food and Drink. Condition. So. Komm, Energy Bar erstmal weg. Tin of Sardines weg. Venison behalten wir. Summit Soda weg. Granola Bar, Orange Soda, Granola Bar. Orange Soda, Beef Jerky. Beef Jerky kann mal weg. Unsafe Water kann mal weg. Transfer All. Beef Jerky kann mal weg. Grape Soda, Orange Soda. So, wir haben zu trinken und zu essen haben wir reichlich. Und wir sind ja eh noch im Dorf, von daher ist es eh gar kein Problem. So, jetzt müssen wir mal noch Klamotten loswerden. Zack. Ich hoffe, unsere Klamotten sind jetzt nicht allzu beschädigt von dem Angriff von diesem blöden Wolf. So, Cotton Socks können weg. Cotton Long Underwear weg. Weg, weg, weg. So, Detox ist ein bisschen besser. Die könnten wir eigentlich mal nehmen dann. Dann tun wir die mal weg. So, zack. Equipment, Clothing, Tock. Wear. So, Condition. Basic Wool Scarf hat immer noch 69%. Das ist eigentlich ganz gut. Sollten wir mal ein bisschen repairen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben, ach, wir haben ja gar kein Cloth. Wir müssen mal gucken, wo ich das Cloth jetzt hin habe. Wo habe ich das Cloth hin? Ey, ich bin so ein Fröbel. Ich habe jetzt vergessen, wo ich die Materialien hin habe. Ich bin der beste Spieler von Welt. Hier habe ich nicht rein, ne? Ich bin so ein Eumel, ehrlich. Wo habe ich denn das hin? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja unfassbar. Nö. Nö. Hier haben wir die Medikamente drin, das ist schon mal ganz gut. Wir haben keine Bandagen mehr. Wir haben keine Bandagen mehr. Scheiße. Wir brauchen dringend Bandagen. Alter Schwede. Ja, woher nehmen? Woher nehmen? In einem der anderen Häuser müssen Bandagen sein. Sonst kriegen wir langsam Probleme. Haben wir hier eigentlich noch was? Nee, ne? Nee. Ich bin so ein Eumel. Ich bin so ein Eumel. Hier habe ich es rein, ne? Ne, hier habe ich auch nur das Zeug rein. Das gibt's doch nicht! Oh, Leute, ich bin echt der beste Spieler. Der beste Spieler aller Zeiten. Ich bin so dämlich. Ich vergesse sogar, wo ich das Zeug hingelegt habe. Jetzt laufe ich hier durch die Gegend wie ein Blödmann. Mann! Wir werden so lange überleben, ich weiß es jetzt schon. Wir werden so lange überleben. Ne, wir werden wirklich lange überleben. Also da habe ich jetzt echt gar keinen Zweifel mehr dran. Wisst ihr was, mir ist alles scheißegal, wir gehen jetzt raus.
Ich nehme die Flare jetzt erstmal wieder in die Hand. Tool. Flare. Haben wir auch nur noch eine. Jetzt ziehen wir erstmal weiter zum nächsten Haus.